Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Worms Ultimate Mayhem. Ja, ihr seht ganz richtig, ich habe die Mission geschafft offscreen. Aber ich muss sagen, dass ich mich dabei nicht wirklich gut gefühlt habe, das offscreen zu schaffen. Denn, ja, wir haben diese Mission eigentlich nur einen Part lang probiert. Und ich habe es noch nicht mal geschafft, bis zu diesen 5 Zügen halten zu kommen. Und deshalb habe ich mich einfach nicht gut gefühlt, weil ihr so gut eigentlich nicht wirklich viel von der Mission gesehen habt, weil die Mission ja eigentlich noch viel weiter ging. Und deshalb habe ich mir gedacht, auch wenn ich jetzt einfach weitermachen könnte, ich muss mein Gewissen wieder reinigen. Ich will es euch zeigen, wir machen es nochmal. Es tut mir natürlich leid, die Leute, die jetzt irgendwie was Neues sehen wollen, aber es tut mir weh, dass ich es offscreen gemacht habe. Es ist leider so. Ich meine, das damals mit dem Fallschirm und diesen Zielen einsammeln, da konnte ich das noch verstehen, dass man das jetzt nicht unbedingt zeigen musste, ja, also, das wäre ja einfach nur scheiße. Das hier ist auch scheiße, aber da passiert ja wenigstens was. Ich meine, da ist jetzt, selbst wenn man zu den 5 Zügen kommt, ja, da passiert nicht irgendwie viel was anderes, aber trotzdem irgendwie, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Muss man einfach mal so sagen. Sollte ich es heute nicht schaffen, euch das irgendwie zu präsentieren, dann lasse ich es auch gut sein. Aber einmal zumindest probieren wir es noch, dass ich das auch euch zeigen kann. Dabei, die Mission war noch nicht mal eigentlich so schwer. Die war jetzt wirklich nicht schwer. So, Ziel Nummer 1. Ja gut, dass der jetzt einen getötet hat, das war jetzt nicht super, ne? Fuck. Ist auch noch nie passiert, dass der einen sofort getötet hat. Hoch. Achso, okay, ich dachte, hier wäre Wasser. Ja, ne? Gut, der sollte tot sein. Okay. Was? Ach komm. Ach komm. Egal, zwei Hammer stehen. Damit kann ich absolut leben. So, 2 Ziele brauchen wir noch, ne? Da habe ich einen davon genommen. Um auf das Schiff zu kommen. Weil mir das mit dem Springen auf Dauer zu riskant war. Und weg. Und weg. Das heißt, ich brauche nur noch ein oben am Dach. Dann bin ich fertig. Fertig. Genau, der muss noch weg. Er trifft nicht. Das ist schön. Den wechsle ich sogar. Da hatte ich jetzt ein bisschen Glück. Weil ich kann nämlich auf das Dach ohne ein Dings zu verschwenden. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Damit wären alle postiert. Ja, schade, nicht getroffen, aber was soll's.
Jetzt habe ich natürlich nur die 4 Leute. Egal, die 5 Züge beginnen. Und ich würde sagen, selbst wenn ich jetzt verkacken sollte, ihr habt es wenigstens mal gesehen. Selbst wenn ich jetzt verkacken sollte, es ist mir egal. Danach höre ich auf mit der Mission. Okay. Ja, jetzt kommen nämlich auch Lebenskisten. Na, komm, wirf dein Böhmchen. Dein Grenadchen. Ich glaube, der Typ denkt nach. Oh, welche Entscheidung trifft der Typ jetzt? Lässt er die Zeit auslaufen? Das wäre natürlich optimal für mich. Oder macht er noch was? Keiner weiß es. Ich glaube, er weiß es selber nicht. Schaut euch nur sein Gesicht an. Er ist total angestrengt, auch wenn man sein Gesicht nicht sehen kann. Schaut es euch trotzdem an. Schaut mal, wie oft er auf die Granate guckt. Was wird er damit wohl tun? Er macht gar nichts. Okay. Gut für mich. Das ist eine gewonnene Runde. Sehr gut. Damit wären es nur noch 3 Runden. Ach, wisst ihr was? Ah! Es wird doch zu weit weg. Ja, das riskiere ich nicht. Guten Tag, Kollege da hinten. Tschüss, Kollege da hinten. War nett, dich gekannt zu haben, aber unsere Wege müssen sich leider hier trennen. Der wird treffen. Der Leon dürfte nicht tot sein. Er hat es noch überlebt, aber der überlebt das nicht mehr lang. Egal, nur noch 2 Runden. Es ist natürlich scheiße, dass ich keinen Ersatztyp habe. Dass die beide von mir getötet haben, aber passiert nun mal. Der Lieutenant! Oh oh. Ah, da steht der Quenny. Das war's vom Quenny. Nein, der Quenny lebt noch. Der Quenny lebt noch. Aber der trifft den Leon. Wetten wie beim letzten Mal, der trifft den noch. Klar. Das war so klar. Die können von mir aus dem Offi und auf dem Wolf gehen, weil die haben noch beide 100. Es sind nur noch 2 Runden. Eine Runde. Wenn die in der nächsten Runde entweder auf den Leon gehen oder auf den Quenny. Dann wird das nicht gut enden. Der Lieutenant war dran. Ich habe Angst, dass wenn der Private dran ist, dass er auf den Quenny geht. Hello. Deshalb, der Private muss weg. Weil jetzt dürfte eigentlich der Grunt dran sein. Und der würde definitiv auf den Offi gehen. Oder auf den Wolf. Tut er auch. Das ist gut. Denn somit ist die Runde vorbei.
Oder auch nicht, weil es nicht zählt, weil der Quenny da oben ist. Fuck. Fuck. Quenny, egal. Egal, was jetzt kommt, du musst da hoch. Oh, Quenny, tu mir das nicht an. Oh, ich muss jetzt hoffen, dass der keinen tötet. Nein! Der geht auf den Offi. Auf den Wolf, meine ich. Und der trifft ihn nicht. Das muss es gewesen sein. Was? Die stehen alle drauf. Die stehen alle drauf. Warum zählt das nicht? Oh nein, Quenny. Er trifft nicht. Also er trifft schon, aber nicht stark genug. Wenn es das jetzt nicht gewesen ist, dann raste ich aus. Weil wir stehen alle auf dem Ziel. Dankeschön. Ja, meine lieben Freunde, und somit haben wir das auch mal off Cam geschafft. Das finde ich super. Meine Seele ist jetzt wieder bereinigt. Das heißt bereinigt, gereinigt. Und so macht man die Mission normalerweise. Ich muss jetzt mal ganz im Ernst, wenn ihr habt ja jetzt die Mission gesehen und vielleicht habt ihr die Mission im letzten Part gesehen. Erstens, mit was für einer Gelassenheit ich heute da dran gegangen bin im Gegensatz zum letzten Mal. Diesmal habe ich die Zeit nicht geschafft, beim ersten Mal habe ich nämlich die Zeit geschafft. In mutiger Weise, die geht nur 1 Minute 30, aber die sehen wir trotzdem erst im nächsten Part, Entschuldigung. Erstens, mit was für einer Ruhe ich heute dran gegangen bin im Gegensatz zum letzten Mal. Wobei ich letztes Mal, wenn ich einen Part beginne, bin ich immer ruhig. Das Ragen kommt erst später. Aber jetzt seht ihr eigentlich mal, wie einfach diese Mission ist. Wie schwer ich mich beim letzten Mal getan habe und wie einfach das jetzt eigentlich war. Ich glaube, ich muss da wirklich total chillig rangehen. Ich darf da einfach nicht drüber nachdenken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Seele ist gereinigt. Euer hoffentlich wahrscheinlich auch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part bei einer neuen Mission endlich. In mutiger Weise. Die geht sehr kurz, aber wer weiß. Ich glaube, es gibt auch nur 35 Missionen, also viele Missionen kommen da nicht mehr. Ja, und wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns hoffentlich da wieder im nächsten Part. Und ich sage bis dahin, tschüss!